Guten Morgen. Ich wollte gleich einen Langlauf durch Hamburg machen, also mehr als 25 Kilometer, wenn ich schaffe natürlich. Es ist aber ziemlich kalt in Hamburg, also wir haben Minustemperaturen, minus 2 ungefähr, glaube ich. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was ziehe ich alles an und was nehme ich alles mit. Normalerweise bereite ich mich gar nicht vor, sondern lasse ich mich überraschen, was aber nicht richtig ist. Ich laufe los, stelle fest, okay, es geht eigentlich ganz gut und entscheide mich dann, einen Langlauf zu machen. Ärgere mich dann aber ab dem 20. Kilometer, dass ich kein Wasser habe, kein Gel dabei habe, keinen Gels dabei habe und ähnliches. Also, jetzt mache ich es anders. Heute plane ich einen Langlauf, nehme ich bestimmte Sachen mit, ziehe mich bestimmt an. Und wie genau, zeige ich euch jetzt. Eine Sportunterhose, eine lange Hose, ein Unterhemd, ein T-Shirt, noch ein T-Shirt, ein langärmliches Sweatshirt, ein bisschen dicker, eine Jacke, falls es regnet, und Handschuhe. Das waren die Klamotten, die ich anziehe. Jetzt zeige ich euch Sachen, die ich mitnehme. Trinkflasche, ein Gürtel, da kommt entsprechend ein Gel und ein Stück Traubenzucker. Dann habe ich noch einen Gürtel, weil das ist so, ja, so einen Plastikstoff, so dass es das, was drin ist, nicht nass wird. Da kommt Geld rein und mein Handy. Und natürlich Kopfhörer, um Musik zu hören. Jetzt habt ihr gesehen, was ich so alles anziehe, beziehungsweise wenn ich meinen Lauf plane, was ich auch so mitnehme. Ich gehe jetzt frühstücken und mache mich dann auf den Weg.